herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Ich bin für Sie vor Ort immer unterwegs in Niedersachsen. Heute befinde ich mich im schönen Verden an der Aller, im Herzen Niedersachsens und nur ein Steinwurf von unserer FAN-Redaktion entfernt. Verden ist bekannt als Reiterstadt, aber nicht nur die Pferde spielen hier das ganze Jahr über eine Rolle, sondern auch nationale wie internationale Unternehmen der verschiedensten Branchen sind hier ansässig. Und heute besuche ich ein Traditionsunternehmen, was wie die Stadt Verden historisch und modern zugleich ist, die Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag. Dort werden seit 65 Jahren Qualitätsprodukte hergestellt und das bei anhaltendem Erfolg. Aber das ist kein Wunder, denn wer mag es nicht, das süße Knabbergebäck? Das ist das komplette Sortiment. 130 verschiedene Artikel gibt es und die Farben sprechen schon an. Es ist eine Augenweide, aber nicht nur die Augen kommen hier auf den Geschmack, sondern eben gerade die Geschmacksnerven. Ich habe nämlich auch schon probiert, schmeckt vorzüglich. Ich bin jetzt hier in den heiligen Hallen der Verdener Keks- und Waffelfabrik. Bei mir ist Anita Freitag-Meyer. Sie ist die Geschäftsführerin dieses Familienunternehmens. Frau Freitag-Meyer, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo erstmal. Hallo, danke, freue mich auch. Der Duft, der ist ja toll. Sie müssen ziemlich stark sein, glaube ich, oder? Jeden Morgen diesen Duft, ja, den zu widerstehen. Nee, dem widerstehe ich gar nicht. Ich esse immer noch Kekse jeden Tag. Also nicht nur aus Pflicht, weil ich immer wieder natürlich verkosten muss, sondern auch, weil mich der Hunger in die Produktion treibt und einfach auch ich immer noch diese Leidenschaft dafür habe, ganz klar. Haben Sie bei all diesen verschiedenen Sorten Ihr Lieblingsgebäck? Ja, absolut. Ganz klar, ich mag unsere Haselnussschnitten besonders gern. Einige Lieblinge sind schon darunter, aber ich mag fast alle unsere Kekse. Ja. Und Sie sind ja nun schon die dritte Generation, die dieses Unternehmen hier leitet. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch eine richtige große Verantwortung. Wenn ich mich richtig informiert habe, Sie waren 23, als Sie das Unternehmen übernommen haben. Ja, ich bin mit 20 bin ich in den Betrieb gekommen, habe hier meine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Und ja, mein Vater war sehr erfreut, dass ich dann in den Familienbetrieb kam. Und war auch gleich willig, mich in Verantwortung zu schubsen. Und so bin ich mit 23 schon Geschäftsführerin geworden, immer neben ihm die nächsten Jahre dann. Und was war das für ein Gefühl? Weil es ist ja doch schon eine Verantwortung auch innerhalb der Familie. Ja, ne? Gut, aber das wurde eigentlich immer vermittelt, auch von der Elterngeneration oder auch von meiner Großmutter, dass man das auch erwartet von mir als älteste Tochter. Und habe das nie bereut. Das ist also für mich der schönste Beruf, den man haben kann, ganz klar. Das glaube ich. Und angefangen hat ja eigentlich alles mit einer Bäckerei und einer Konditorei. Okay. Heutzutage ist der Betrieb 50.000 Quadratmeter groß. Das ist ja ein enormer Wachstumsprozess, der da vollzogen ist. Was hat sich noch verändert über die Zeit, jetzt mal im Vergleich zu damals? Natürlich ist die Technik enorm weitergegangen seitdem. Sie werden das gleich sehen, wenn wir in den Betrieb gehen. Das ist keine kleine Backstube, wo noch einer mit einem Nudelholz oder mit einem Ausstecher arbeitet, sondern ist ein hochmoderner Industriebetrieb. Und das ist eigentlich natürlich der große Entwicklungsprozess der letzten Jahrzehnte. Und Hans Freitag, das Emblem, das sieht man hier. Man sieht es allerdings nicht überall auf allen Packungen. Wo stecken Sie denn noch drin, wo Sie nicht draufstehen? Ja, das haben Sie richtig erkannt. Also sehr viele unserer Mengen gehen auch in sogenannte Handelsmarkenausstattung. Hans Freitag ist zwar unsere Hausmarke, aber in dem klassischen Sinne keine Marke. Um eine Marke zu betreiben und sie ja bekannt zu machen, braucht man ein hohes Marketingbudget. Das haben wir so nicht. Und das war auch nie unser Ziel, weil wir schon seit Jahrzehnten ein starker Handelsmarkenlieferant sind. Das heißt, man sieht unsere Produkte nicht offensichtlich als Hans Freitag zu identifizieren, aber in fast jedem Supermarkt in Deutschland oder an der Tankstelle im Drogeriemarkt gibt es unsere Artikel. Bloß da steht dann eben der als Inverkehrbringer, sagt man, der Name unseres Kunden und auch das Logo, die Marke eben des Kunden drauf. In so einem großen Lebensmittelproduktionsbetrieb spielt natürlich die Hygiene eine sehr wichtige Rolle. Sauberkeit ist oberstes Gebot und deshalb kann ich hier nicht einfach so in Straßenklamotten durchspazieren. Also ein entsprechendes Outfit muss her. So sieht's aus, liebe Zuschauer. Die Haube auf, der Kittel an, Schmuck ist ab, Hände gewaschen und desinfiziert. Und so kann ich jetzt die Hallen betreten. Angeführt vom Betriebsleiter verfolge ich nun Schritt für Schritt den Ablauf eines typischen Produktionstages. Los geht's bei der Warenannahme. Kevin Schuchardt erklärt mir die vielen Zettel, die es bei einer Lieferung zu überprüfen gibt. Heute kommen 25 Tonnen Mehl. Bevor das jedoch in Silo eingelagert werden kann, nehmen wir eine Qualitätsprobe. Der LKW ist bereits vorgefahren. An dem werden jetzt letzte Kontrollen vorgenommen. Also wir entziehen ein Rückstellmuster. Ja. Wir entfernen die Plomben. Alle Öffnungen des LKWs sind mit Plomben versehen. Ja. Sodass
auf dem Transportweg von der Mühle zu uns keiner an das Mehl rankern und alles immer noch dieselbe Qualität hat wie beim Verladen. Damit das Mehl sich besser abfüllen lässt, wird der große LKW-Behälter angekippt. Eine Beutelmenge für die Probe reicht aus. So, jetzt haben wir die Probe hier vom LKW mit Mehl. Wie geht es jetzt voran, dass man das prüft und sagt, okay, das Mehl nehmen wir oder das Mehl nehmen wir nicht? Also wir haben von jedem unserer Rohstoffe ein Vergleichsmuster. Da können wir eben schon mal optisch feststellen, ist das dieselbe Farbe. Das sieht sehr gut aus, ne? Was sagen Sie? Genau, das ist, entspricht ungefähr dem, was wir jetzt auch gekriegt haben. Also bei merklichen Abweichungen haben wir eben eine Vorgabe, dass wir sagen, wir sind voll zufrieden. Das wäre eine ABC-Beurteilung. Voll zufrieden, merkliche Abweichungen nicht ausreichend. Merkliche Abweichungen, die noch nicht schädlich sind. Also jede Abweichung wird der QM-Abteilung gemeldet. Qualitätsmanagement-Abteilung? Genau, den Qualitätsmanagement. Und das Qualitätsmanagement entscheidet dann das weitere Vorgehen. Solange diese Entscheidung nicht getroffen ist, wartet der LKW draußen noch? Genau, wartet der LKW und kann nicht entladen. Ah, okay. Und genauso kann ich mir das vorstellen, passiert das mit Zucker, mit allen Mitteln, die Sie so hier beziehen? Genau. Ah, okay. Und wie oft kriegen Sie so eine Lieferung? Also 55 Weizenmehl kriegen wir jeden Tag einmal 26 Tonnen mindestens. Wie viel können Sie lagern in diesen Silos, die wir gesehen haben? Das größte Silo ist das 55-Silo. Das hat ungefähr 22,5 Meter Höhe und ein Fassungsvolumen von 120 Tonnen Weizenmehl. Und das ist natürlich jeden Tag auch ein ordentlicher Papierkram, wie man so sieht. Ne? Es ist nicht nur einfach, wir kriegen Mehl, sondern wir müssen auch noch einige Vorschriften und Zettel ausfüllen. Genau. Ah, okay. Genau. Interessant. Starten wir mit dem eigentlichen Backvorgang. Das Mehl haben wir ja jetzt ankommen sehen. Und hier sind wir jetzt bei der Teigknetmaschine und hier geht es los. Und bei mir ist Betriebsleiter Frank Heise. Hallo, Herr Heise. Hallo. Ich sehe schon, hier geht es jetzt schon los. Der Teig wird eingefüllt. Genau. Im Hintergrund fängt die Anlage an, Mehl abzuwiegen, Zucker abzuwiegen. Die Komponenten werden dann per Luft hier rüber gefördert, in den Vorratsbehältern gespeichert. Und während wir hier stehen, haben wir eine Aufforderung gekriegt, die Handkomponenten abzuwiegen. Okay. Da können wir jetzt gleich rübergehen und würden dann die Aromen, das heißt die kleinen Komponenten abwiegen, die wir dann von Hand zu der Charge zu gehen. Ich verstehe. Nur noch mal für mich zum Verständnis. Jedes Rezept hat ja unterschiedliche Zutaten. Ja. Wie viel an Inhalt rankommt, das wissen die Maschinen dann, ja? Das ist genau, dann einfach. Genau. Wir sagen immer, das ist unser großes Gehirn da hinten. Das ist also ein großer Speicher mit über 70 Rezepturen, wo dann letztendlich hier vorne nur die Rezeptur angeklickt wird anhand einer Nummer mit der Bezeichnung. Den Rest erledigt die Maschine dann automatisch. Die Handkomponenten wie Salz und Backtriebmittel wiege ich jetzt manuell ab. Alles wird mir ausführlich von Herrn Heise erklärt. Die Waage zeigt genau an, welche Zutat als nächstes dran ist. Bei so viel weißem Pulver ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Bei den Flüssigaromen Vanille und Butter kann man schon am Geruch erkennen, um was es sich handelt. Auf die richtige Menge kommt es an, damit es später lecker schmeckt. Dann wird alles zum Teig gegeben und abschließend nochmal ordentlich durchgeknetet. Nach nur 5 Minuten Mehlzeit wird der Teig erneut kontrolliert. Dann auch nochmal die Viskosität, die Festigkeit, nicht Viskosität, sondern die Festigkeit des Teiges kontrollieren. Darf ich auch mal? Ja. Daran kann man sehen, ist das schön verknetet, ist das schön homogen. Ja. Dann geht es gut an. Dann geht er wieder rein. Einfach reinschmeißen, ja? Einfach reinschmeißen. Ich mache den Deckel wieder zu, bestätige. Er fängt jetzt wieder an zu kneten und öffnet den Schieber und lässt den Teig in den Teigbehälter rein. Ein Teig hat ungefähr eine Menge von ungefähr 500 Kilo. Das ist ein Ansatz für uns. Mit Frühjahr hat das ja auch nicht mehr viel zu tun. Ich denke mal, bei der Menge an Teig ist man froh, dass das die Maschinen übernehmen, ja, oder? Ja. Noch vor einigen Jahren wurden die Teige, was wir gleich sehen, auch von Hand in die Forma geschmissen. Wenn man dann bedenkt, dass so ein Teig 500 Kilo läuft ungefähr 40 Minuten, was die Mitarbeiter auch für Massen bewegt haben an Kilo in einer Schicht, wenn sie dann 8 Stunden gearbeitet haben und mussten diese Teige alle von Hand reinschmeißen. Ja. Das ist eine große Verbesserung, viel genauer wie früher. Also das ist schon eine weite Entwicklung in den letzten Jahren. Also heutzutage haben die Leute im Prinzip noch mehr Anspruch, weil die müssen einerseits Bäcker sein, also was von dem Gebäck verstehen, aber auch Maschinen bedienen können. Ja, das technische Verständnis ist fast noch wichtiger wie das Gefühl des Bäckers. Aber das darf man nie vergessen, weil man arbeitet immer mit
mit Rohstoffen, mit Naturprodukten. Also es ist nie ein Teig gleich wie der andere und es ist nie jeden Tag gleich. Also die Variation an Wasserzugaben, die ändern immer. Und dafür braucht der Mitarbeiter immer noch mal so den Griff von Hand, um zu gucken, wie ist die Festigkeit. So wie der Bäcker seinen Brötchenteig immer mal anfassen muss und sagen, okay, alles stimmt. Und man kann das nicht einfach stumpf nach Rezeptur abfahren. Nach dem Knetvorgang fällt der Teig aus dem Mischer nach unten in den Teigbehälter. Dieser kommt in die Bäckerei zur Weiterverarbeitung. Hier wird der Teig dann vorgeformt. Aufgeteilt in breite Bahnen läuft er über ein Fließband zur nächsten Station. Wer denkt sich diese Form aus? Das muss ja alles auch so geformt sein, dass es dann so aussieht. Ne? Genau. Da werden sich also Gedanken gemacht, da werden Formen gemacht, da wird gezeichnet. Da wird also wirklich mit Leuten, die sich damit auskennen, unsere Gedanken dann eben umzusetzen. Wenn man jetzt sagt, ich stelle mir ein Brezel vor oder ich stelle mir einen Kreis vor oder ein Herz, dann lassen wir das zeichnen, machen einzelne Musterformen, die wir dann in so eine Schablone einbringen, um dann zu gucken, ist das so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist nicht immer gleich so, dass man gleich das Richtige trifft, so ist es beim Formgebäck auch, sondern da muss man sich auch wirklich rantasten. Die Formwalzen stechen aus dem Teig die gewünschten Motive. Spritzgebäck gibt's nebenan und auch mit Marmelade wird veredelt. 130 Tonnen Kekse werden täglich produziert. Das sind rund 10 Millionen einzelne Gebäckstücke. Durch meterlange Produktionsstraßen gelangen wir zum nächsten Bereich. Es wird merklich wärmer. Anhand der Temperatur und der Röstaromen, die hier in der Luft liegen, merke ich, dass wir hier im Bereich der Öfen sind. Genau. Wie heiß wird hier gebacken? Wir backen ungefähr so bei 180 Grad, 170, 180 Grad. Und die Backzeit sind ungefähr 5 bis 6 Minuten. Eine Ofenlänge, die wir hier gerade abgeschritten sind. Dieser Ofen zum Beispiel hat 42 Meter. Unser größter Ofen oder längster Ofen ist da vorne. Das sind 62 Meter Backraum. Und die durchläuft der Ofen eben in circa 5 bis 6 Minuten. Liebe Zuschauer, wir machen eine klitzekleine Pause und danach geht es natürlich gleich weiter mit dem Produktionsablauf hier. Wir kommen zur Veredelung mit Schokolade. Ich schaue mir an, wo die Rezepte hier eigentlich entwickelt werden und drehe eine Runde mit dem Qualitätsmanagement. Bleiben Sie dran. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, City-Schuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Zuschauer bei Tag auch. Ich bin hier heute in der Ferdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag und schaue mir mal den Produktionsalltag an. Und jetzt stehe ich hier mit Betriebsleiter Frank Heise und wir stehen an der Maschine, wo quasi das Süße noch süßer wird, nämlich hier kommt die Schokolade zum Teig, nicht wahr? Genau. Wir haben vorhin bei der Teigbereitung gesehen, wo wir die Teige hergestellt haben, waren am Ofen, sind den Ofen entlang gegangen. Jetzt ist das Gebäck durch den Ofen gelaufen. Ich sagte vorhin ungefähr 42 Meter Backraum. Jetzt sind wir durch den Vorkühlkanal gegangen, gehen jetzt hier durch die Überziehmaschine. In diesem Fall ist es jetzt ein Produkt, wo wir nur einen Schokoladenboden machen, einen Schokoladenfuß. Ist das Vollmilchschokolade? Das ist Zartbitterschokolade. Wir fahren hier bei uns im Haus also nur zwei Sorten, einmal Zartbitter und Vollmilchschokolade. Wir verarbeiten nur Küfertüre, keine Fettglasuren, so wie der Bäcker. Das heißt, dass es bei uns auch sehr darauf ankommt, dass die Schokolade ganz genau temperiert wird. Aber das machen die hochmodernen Überziehmaschinen, die auf dem Grad genau die Schokolade temperieren. Die Kekse laufen durch die Schokolade, kriegen hier am Ende in diesem Fall jetzt eine kleine Dekoration. Man kann verschiedenste Muster sich vorstellen. Hier ist es jetzt einfach ein Strichmuster. Man kann aber auch Linien fahren, bewegende Linien fahren, also ganz raffinierte Muster sogar. Aber in diesem Fall sind es einfach Striche, weil es eben ein Produkt ist, wo man mit dem Kunden genau diese Optik auch abgestimmt hat. Verstehe. Und außer der Schokolade, mit was wird hier noch veredelt? Wir veredeln, das passiert aber dann weiter vorher im Ofen. Wir haben vorhin gesehen, einmal die Veredelung zum Teil mit Marmelade. Wir können mit Zucker bestreuen, mit Nüssen, mit Krokant. Man kann sich eigentlich die verschiedensten Sachen vorstellen.
Ohne die Schokolade zu kosten, kann ich natürlich nicht weitergehen. Es schmeckt vorzüglich. Alles hat ein Ende, so auch das Fließband an dieser Stelle. Die fertig abgekühlten Kekse landen nun vorerst in Kisten, um sie zur Verpackungsstation zu transportieren. So, und auf dem Weg zur Gebäckmischung stehen wir hier quasi schon an den einzelnen Gebäckstationen. Die finden jetzt ihren Weg in die Tüte, ja? Genau so ist das. Wir sind jetzt hier in der Verpackung. Und es ist so, dass unser Hauptgeschäft ja Gebäck- und Waffelmischung sind. Und hier in den Verpackungsmaschinen finden wir also unsere einzelnen Sorten wieder. Unter anderem eben auch die eine Sorte, die wir vorhin begleitet haben, das sogenannte Schnittgebäck. Wenn wir nachher hier die Bänder hochlaufen sehen oder auch oben auf dem Teller. Die Besonderheit ist, dass wir unseren Kunden zusagen, 6 bis 7 oder sogar 8 verschiedene Sorten grammgenau zu verwiegen. Und das nachher in einer Geschwindigkeit von annähernd 60 bis 65 Takten pro Minute. Nicht schlecht. Man sieht, es sind ja zum Teil raumhohe Anlagen. Es erinnert mich immer so ein bisschen an so eine kleine Mini-Achterbahn. Das muss ja auch alles entworfen und gebaut werden. Sind das alles Spezialanfertigungen? Das sind dann schon Spezialanfertigungen über Erfahrungen her, wo man sagt, wie kriegt man am besten die Gebäcke oben auf die Waage. Früher hat man noch vorgefertigte Beutel produziert, aber es ist seit vielen Jahren schon so, dass wir die Beutel von der Rolle nehmen. Das heißt, wir fertigen den Beutel selbst an einer Verpackungsmaschine. Das Produkt wird oben verwogen, wird dann in dem 400, 500 Gramm, je nachdem, was es für ein Beutel ist, eben durch den Schlauch abgefüllt in den einzelnen Beutel, der versiegelt wird und der nachher da vorne rauskommt über eine Waage. Das schauen wir uns gleich mal an. Das sind die Papierrollen, aus denen die Kekstüten gemacht werden. Ganze 50 Stück in der Minute. Die Technik macht's möglich. Der Abbeutelprozess wird genauestens kontrolliert. Christine Freitag ist Leiterin des Qualitätsmanagements und hat alles im Blick. Sie erzählt mir, dass die Verpackungen im Stundentakt auf Richtigkeit überprüft werden. Dazu gehört zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Gewicht. Auch auf Metallteilchen werden die Tüten untersucht. Um zu veranschaulichen, wie das funktioniert, manipulieren wir eine Tüte mit einer Metallscheibe. Einer anderen entnehmen wir etwas Inhalt. Die Detektoren erkennen diese Mängel sofort und die fehlerhaften Tüten werden aussortiert. Mehr Luft als Keks im Beutel wird somit ausgeschlossen. Bevor ein Keks hier die große Runde macht, muss natürlich auch so ein Großkonzern erstmal kleine Brötchen backen, in dem Fall kleine Plätzchen. Und das passiert hier hinter mir im Versuchslabor oder auch in der Entwicklungsküche. Das klingt ein bisschen schöner und da geht's jetzt mal rein. Zuständig für die Produktentwicklung ist Dörte Gottwald. Hallo. Hallo. Was wird jetzt genau hier gemacht? Also wir versuchen gerade einen neuen Keks zu kreieren, und zwar einen Orangen-Pfefferkeks. Ich habe heute Morgen schon einmal unseren Grundrezept, also unseren Grundkeks, einmal vorgebacken, wie einmal da drüben zu sehen ist. Das machen wir immer, um einmal eine Gegengeschmacksprobe zu erhalten, um halt zu gucken, wie wirkt das Aroma, wie wirkt die Geschmackskomponenten und so weiter. Habe jetzt soweit alles schon mal vorbereitet und würde jetzt einmal noch mal zum Schluss einmal alles durchkneten, um den kompletten Teig halt zu bekommen. Ah, okay. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Die Rezepte hier, wer entscheidet darüber, welches Rezept dann gebacken wird und welches dann auch wirklich produziert wird in Großmengen? Also das entscheiden immer unsere Chefs, sage ich jetzt mal so. Also es ist immer eine Runde mit Frau Freitag-Meyer und Frau Freitag und Herr Heise. Und die geben dann, sagen im Endeffekt dann, okay, das versuchen wir an den Kunden zu bekommen oder nicht, zu verkaufen. Okay. Und wenn wir den fertig haben, dann machen wir da immer per Hand hier sogar noch kleine Kekse und backen die dann immer noch hier im Backofen. Und der nächste Prozessschritt wäre dann einmal draußen in dem größeren Kneter, bevor das dann richtig auf die große Produktion geht. Ah, okay. Dann werden im Prinzip die ganzen Zutaten, die Mengenverhältnisse, genau, alles ausprobiert. Genau, also einmal dann in einer etwas größeren Menge, und damit man es auch mal auf der Produktionslinie laufen lassen kann, um halt schon mal zu gucken, wie verhält sich der Teig, läuft das überhaupt, bevor wir das in richtig großen Mengen machen, auf den ganz großen Knetern. Mhm. Gut. Um gut beurteilen zu können, wie anders der fertige Keks schmeckt, probiere ich natürlich auch den Grundkeks. Wie erwartet schmeckt der, wie Teig eben nun mal schmeckt. Leicht süß, aber ohne Aroma. Gibt es eigentlich so einen Renner, der mal entwickelt wurde, der nach wie vor immer wieder produziert wird? Oder gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel an die Weihnachtszeit denkt, so Schlager, die jetzt unbedingt Weihnachten immer wieder aufs Tablett kommen? Rezepten?
Unsere Spekulatius zum Beispiel, die produzieren wir nur Weihnachten, einmal mit und einmal ohne Schokolade. Und die werden eigentlich immer wieder gerne genommen, so wie ich das so mitbekomme. Okay. So, fertig, gerollt, genau. Mehr oder weniger abgewogen. Jetzt wird es gebacken. Genau. Für 15 Minuten? Einmal für 15 Minuten auf 160 Grad bei Ober- und Unterhitze. Okay. Etwa 15 Minuten sind jetzt vergangen und die Rohlinge, die wir gerade in den Ofen geschoben haben, sind jetzt fertig. Ich bin gespannt, dürfte ich das mal kosten von unserer Entwicklungs- Ja, aber natürlich. Probe hier. Ist noch heiß, vorsichtig. Und jetzt geht. Mhm. Duftet ein bisschen zitrusartig. Mhm. Schön warm. Ja, schmeckt, ist etwas trocken, aber man merkt eindeutig die Würze. Ich bin gespannt, ob sich das dann auch in Tüten dann irgendwo wiederfinden lässt. Aber weiter in der Produktion. Die fertig abgepackten Kartons fahren noch eine weitere Runde, bis sie dann im Zweierpack auf Paletten gestapelt werden. Ist die Palette voll, geht's ab ins Lager. Die Bedienung des Hubwagens will dabei gelernt sein. Von einer großen Halle weiter in eine noch größere. Hinter dem Rolltor erstreckt sich eine riesige Lagerfläche. Herr Heise, wie viel Kapazität hat dieses Lager jetzt hier? Das Lager hat eine Kapazität von ungefähr 1300 Tonnen. Mhm. 1300 Tonnen, ja. 1300 Tonnen macht ungefähr 5.000 bis 6.000 Stellplätze aus, je nachdem, wie hoch die Paletten jetzt eben gepackt sind. Und in der Zwischenzeit, wie lange lagern die Produkte, bis sie dann endgültig verschickt werden? Ja, grundsätzlich haben die Produkte 12 Monate MAD, also Haltbarkeit. Aber es ist so, dass die Produkte oder das ganze Lagervolumen sich innerhalb von 2 Wochen eigentlich umschlägt, sodass die Ware nie länger wie 2 bis 3 Wochen hier bei uns im Lager überhaupt verweilt, bis es dann nachher beim Kunden ist. Ah, und ich habe gesehen, natürlich jetzt im Laufe des Prozesses sind ja viele Stellen, wo kontrolliert wird. Sie haben prüfen die Qualität ihrer Rohstoffe. Wie sieht es aus bei Ihnen trotzdem noch mit, weiß ich jetzt, Konservierungsstoffen oder Haltbarmachern oder irgendwie? Überhaupt nicht. Also wir haben klar die Strategie, auch mit dem Handel zusammen und von uns auch aus eigener Überzeugung, keine Konservierungsstoffe zu verarbeiten. Wir benutzen nur ungehärtete Fette und setzen auch nur natürliche Aromen ein. Die Produkte, kommen die alle hier auch aus Niedersachsen, aus der Region? Das meiste kommt aus der Region. Wir sind natürlich auch bestrebt, gerade auch mit den hiesigen Mühlen zusammenzuarbeiten. Einige Produkte, die jetzt, ich sag mal so im Aromenbereich, da muss man sich manchmal auch dem Ausland bedienen. Aber sonst, ich sag mal so, die grundsätzlichen Sachen kommen wirklich hier aus der Region. Aus der Region, für die Region. Für die Region, genau. Liebe Zuschauer, so schnell geht's. Ich habe mir natürlich eine Tüte gesichert. Der Rest wird jetzt hier verladen. Und damit sind wir natürlich nicht nur am Ende der Produktion, sondern auch am Ende der Sendung. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass wir heute diesen Eindruck hier mal bekommen haben und mal hinter die Kulissen schauen konnten. Sehr gerne. Hat uns auch viel Spaß gemacht, Ihnen mal unseren Betrieb zeigen zu dürfen. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Und vielleicht bin ich ja sogar mal bei Ihnen vor Ort. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss.